Ich möchte die Österreicher bestärken in ihrem legitimen, edlen Kampf gegen die neomarxistische Covid-Tyrannei und Diktatur. Und das Beispiel, das die Österreicher gaben bei der großen Demonstration, die stattfand am 20. November in Wien, war wirklich ein Zeugnis vor der ganzen Welt in dieser zahlreichen Form und friedlichen Form. Und deswegen möchte ich die Österreicher bestärken, weiter hier Zeugnis zu geben und für die Freiheit zu erkämpfen vor der Diktatur. Und die Geschichte von Österreich hat ja schon mehrere Beispiele gehabt, wo auch es nicht nur der Mensch geschafft hat, die Gesellschaft zu verteidigen, sondern letztlich Gott geholfen hat durch Maria. Die Belagerung Wiens ist ja bekannt, ja, im 17. Jahrhundert, wo die Mutter Gottes geholfen hat, das Namen, Mariennamen fest eingeführt wurde. Dann Pater Petrus Pawlicek in Wien, den Rosenkranz-Sühnekreuzzug. Diese Aktion war ein Mittel, auch ein effektives Mittel, um die Sowjetdiktatur, dass Österreich von der Sowjetdiktatur befreit wurde. Und so haben wir schon solche Beispiele, haben die Österreicher. Und ich möchte euch bestärken und rufe über euch den Segen Gottes herab und vor allem den Schutz der Gottesmutter, die immer Österreich beschützt hat. Und so wird sie es auch jetzt tun. Und Gott segne euch alle und schütze euch unter dem Schutzmantel der Gottesmutter.